Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt irgendwo im Internet so Foren gibt, wo dann immer wieder hier, das ist da wohnt er oder so Touribusse vorbeifahren Fotos machen. Nein, das so. Ist hier nicht. Es gibt ja noch Kollegen, die viel mehr Aufmerksamkeit ziehen hier am Ammersee und am Starnberger See. Das ist ja. Ich nenne jetzt keine Damen. Die lenken von dir ab. Ja. Aber dann wird man ja atemlos, wenn man drüber nachdenkt, dass hier berühmte Menschen wohnen, zum Beispiel. Ja. Man kann gut Fische essen, ne? Vom See direkt. Sehr gut. Mm. Und ich sage, hey, no, fährst aufpassen, da drüber kommt wieder. Weißt? Ich bin da hinten und warte auf Dispo-Time, wenn du dich hier versteckst. Ja, weil wir uns doch auf gar keinen Fall vorher treffen dürfen. Guck, wir umarmen uns. Das Schöne ist, und riecht gut. Ja, du auch, ich bin geduscht. Ist heute schon, stimmt, es ist Freitag. Es ist Freitag, ja, stimmt, Badetag. Richtig. Ja. Hey? Und du bist schon verkabelt und ich nicht. Das ist eine völlig ungewohnte Situation. Normalerweise ist das umgekehrt. Warum bist du nicht verkabelt? Weil ich gerade eben erst gekommen bin. Und wir ja tatsächlich in diesem Format immer, erstens Körpernähe herstellen wollen. Ja. Und mit niemand Geringerem möchte ich das machen als mit dir. Und weil wir die Authentizität des ersten Zusammentreffens immer on camera haben wollen. Alright, so that's it. That's it. Okay, sharing is caring. So. Möchtest du mein Mikro haben? Ja, ich nehme deins. Nimmst meins? Warte mal. Magst du einen Kaffee? Sehr gerne, ja. Ich habe nur einmal gestippt. Ich nehme auch deine Schuhe. Nee. Ich freue mich wirklich total, dich zu sehen heute. Ich habe mich echt gefreut heute. Ja, ich mich auch, aber schon lange habe ich mich gefreut. Was die Zuschauer nicht wissen, das sind Sparmaßnahmen. Weißt du, wir haben ja nur das eine von dir, oder? Das haben wir alles dem RBB zu verdanken. Das ist dieses eine Mikrofon, das jetzt die komplette ARD für alle Produktionen verwendet. Okay, dann darf ich dich auf den heutigen Tag einladen. Sehr gerne. Und mich sehr freuen, dass du mich heute hier besuchst. Es ist ja nicht irgendein Tag, sondern wir machen ja ganz viel. Und heute Abend bin ich dann später auch bei dir zu Gast. Das ist auch der Grund, warum ich schon etwas schicker gekleidet bin. Ich fasse es nicht. Das lässt du den ganzen Tag an? Ja, ist ein Anzug. Ist ja zum Anziehen gedacht. Okay. Ja. Schön. Ich küsse dich gleich. Ja. Gehen wir ein Eis essen? Sehr gerne, ja. Okay. Jetzt kriegst du ein Mikro, vielleicht 5 noch eins und dann gehen wir ein Eis essen. Okay. Gucken wir mal, ob wir Senderhilfe vom Bayerischen Rundfunk bekommen. Und du bist schon zu früh, ne? Du bist früher da, als eigentlich das verabredet. Das bin ich immer. Und so bist du? Ich bin immer sehr, sehr gerne ein bisschen früher da. Ist das alte Schauspielerding, weil man beim Theater diese super Pünktlichkeit lernt? Nee. Ist das dein Charakter? Ich habe immer Angst, zu spät zu kommen. Und magst du es dann auch an anderen Leuten nicht, wenn die zu spät kommen? Nein. Also nein heißt, du magst es nicht? Ich mag es nicht. Ich finde, Pünktlichkeit ist der letzte analoge Anstand, den man sich in diesen Zeiten noch gönnen kann. Zitierfähiger Satz, toll. Ja, ne? Ich habe ein paar Sachen vorbereitet heute. Aber, aber ich finde, es gibt noch viele andere Dinge, die man analog und auch mit Anstand machen kann. Das ist nicht nur Pünktlichkeit. Das stimmt. Aber es gehört dazu. Wir waren gerade eben bei der Pünktlichkeit. Und ich finde das immer auch sehr beruhigend. Ich finde das immer schwierig, dann, wenn ich mit dem Zug verreise oder so. Ich bin dann immer schon eine Stunde vorher da. Eine Stunde? Oder naja, ja, gut. Oder so. Ich muss wissen, wo das ist. Es kann so viel passieren. Es kann so viel passieren. Aber das ist eine sehr optimistische Einstellung der Deutschen Bahn gegenüber, eine Stunde vorher da zu oder? Sein. Ja, also was ist das denn? Bin ich eh schon spät dran. Also so, und deswegen finde ich es immer angenehm, wenn man früher da ist, dann kann man sich entspannt dem hingeben, was einen erwartet. Das heißt, du bist ein sehr verlässlicher Typ? Ich glaube ja. Das heißt, auf dich kann man bauen? Das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, auf mich kann man sich verlassen, wenn es um eine Uhrzeit geht. Und dein Ehrenwort, zählt das? Also bei mir ist, ich habe zum Beispiel, es gibt Leute, mit denen ich in dienstlicher Verbindung stehe, aber zu denen ich freundschaftlich gesinnt bin. Die gibt es ja noch in der Showbranche, die kennst du ja auch noch. Da hat man noch so einzelne Leute. Und mit denen mache ich Dinge auf Handschlag, weil ich sage, ich gebe dir mein Ehrenwort, das zählt mehr als jede Unterschrift. Bist du da auch so, dass das verbindlich ist, wenn du das sagst? Und verlangst du das auch von anderen? Ja. Ja. Hast du schon mal eine Enttäuschung erlebt? Ja. Man kann nicht immer oder eigentlich fast nie was darauf geben, was einem das ist. Ja, wie in der Liebe. Weißt du, wenn du dann enttäuscht wirst, gibst du das nächste Mal wieder die Hand mit derselben Inbrunst. Wieder? Oder denkst du dir, nee, jetzt mache ich es nicht mehr. Nee, jetzt rufe ich meine Agentur an, weil meine Agentur ist, dann, weißt du, dann läuft es nur über Agenturen. Man kann ja Kollegen zum Beispiel anrufen und sagen, wie zum Beispiel heute, wenn ich sage, lieber Peer, hast du Lust, heute Abend hier auf der Bühne ein bisschen Quatsch zu machen? Dann sagst du, ja, mache ich. Ja, das ist auch. Weißt du? Und es gibt aber andere Kollegen, die sagen, ah, du,
weiß nicht, weißt du, schickt jetzt mal eine Agentur und den Bühnenplan und dann ist da eine Garderobe hinten und ja, muss ich gucken, wie lange dauert es denn und ist die Abfahrt und so. Das ist dann das andere und dann, ja. Stimmt, das haben wir gar nicht gemacht. Ich habe da einfach, weil du es bist. Es gibt so Leute, das sagt man einfach, gut, wenn das ist der Hans, natürlich mal. Da frage ich auch nicht nach. Ja. So, da hab ich zum Beispiel das totale Vertrauen. Das wäre besser gewesen heute. Ja, ich hätte nachfragen sollen. Was, aber ich weiß auch gar nicht so richtig, was passiert. Gar nichts. Es passiert gar nichts. Es kommen Leute, wir werden uns unterhalten. Wir machen im Prinzip nichts anderes als das, was wir jetzt machen. Magst du einen Kaffee mit Hafermilch? Schwarz gerne. Schwarz? Ja. Check ich dir an. Magst du mal rein? Wir gehen mal rein, wir gucken uns das mal an. Soll ich dir mal zeigen? Ja, bitte sehr gerne. Ist das dein Laden hier? Gehört das alles dir? Das gehört nicht alles mir, das gehört, eigentlich gehört es gar nicht mehr. Und was ist das, du machst hier, du bist ja auch Kabarettist? Nein. Du hast ein Solo-Programm. Ich habe ein Solo-Programm gemacht und so. Aber wann ist man Kabarettist? Wenn man über die Dinge spricht, die einem auf dem Herzen liegen, wenn man die Gesellschaft betrachtet, wenn man den Leuten sagt, was ist. Ist es dir eigentlich wichtig, deine eigenen Worte an die Menschen zu tragen? Also, dass du deine Haltung sozusagen auch immer wieder zeigst und so weiter? Ich finde ja. Ja. Also ich finde ja, ich kann halt nicht anders machen. Man muss sich dann hier auf die Bühne oder woanders und dann muss ich sagen, was ich mir denke. Ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, weil jemand wie du, ja, der ja super viele Fans hat. Und das Verrückte ist ja nicht nur bei den, wie soll ich sagen, bei ARD-Zielgruppe, sondern es gibt auch wirklich, ich wollte gerade sagen, erschreckend viele junge, ja, Leute, die den Bergdoktor zum Beispiel gucken und dadurch auch Fans von dir ja sozusagen, ja, ja, sind. Trotzdem glaube ich, dass es auch teilweise ein konservatives Publikum ist. Sehr. Und wenn du dann auf irgendeine Bühne, sei es im Internet oder auf einer echten Bühne, was sagst, was denen nicht gefällt, zum, ja, Beispiel sowas wie, ich finde Gendern gut. Du kannst alles, ja, machen. Du kannst einen Hund erwürgen, ja, im, ja, Fernsehen, aber, ja, sowas darfst du nicht. Ja, darf ich sagen. Ich darf auch nicht sagen, ich dürfte auch nicht sagen, ich finde Impfen gut. Ich fand ja Impfen super. Ja. Und das hat man mir dann auch gesagt, dass das natürlich eine linksgrün versiffte Rotze ist und dass ich ein Staatsschauspieler bin. Also das war das. Aber damit muss man heutzutage leben. Also die Zeiten wurden härter, die Zeiten gendern sich. Dass du den ersten machst. Ja, das finde ich ein bisschen schön. Ja, und jetzt heißt ja auch Twitter Titter, weil das W hat streiken lassen, der Musk und. Ja, also es wird, ja. Es wird immer brutaler, die ganze Geschichte. Und deswegen finde ich es noch wichtiger, dass man die Dinge sagt. Und hältst du das aus, wenn dann Gegenwind kommt? Vielleicht auch von denen, die dann sagen, jetzt gucke ich den Bergdoktor nicht mehr. Dann haben sie ein Problem. Dann ist der Donnerstag im Eimer, wenn sie nicht mehr gucken, das ist deren Problem. Und dann, aber ich, was das Aushalten, also es gibt natürlich eine Grenze. Wenn eine Grenze überschritten ist, der Bedrohung oder so, dann, ja, kriegt es der Anwalt und dann wird dann darauf hingearbeitet. Ansonsten schreibe ich ganz gern bei Facebook dann drunter und sage, ach so, das meinen Sie. Wie kommen Sie denn drauf, dass man den öffentlichen Rundfunk streichen soll? Ja, das ist alles eine Riesenscheiße. Sag ich, so ein Argument hätte ich mir nicht erwartet. Was meinen Sie genau? Nee, alles gut, ich wollte es nur mal loswerden. Ja. Und dann merkt man, dass die Leute aber auch schnell zurückrudern und dann wollen sie nur mal kurz abgeholt werden. Und dann ist das ja dieser große Kosmos des Abholens und des Zuhörens und deswegen glaube ich, deswegen mache ich es auch. Da sind wir gleich richtig eingestiegen. Ja, voll, voll deep. Bist du da? Ja, eigentlich fangen wir normalerweise an mit einem Tittenwitz und einem Wortspiel. Mit was? Mit einem dicken Witz und einem Wortspiel. Ja, genau. Ja. Das Wortspiel haben wir schon. So. Jetzt gehen wir ein Eis essen oder was? Und, ja, voll gerne. Wenn du möchtest. Ich würde wir können auch einen Salat essen gehen. Da drüben gibt es ein tolles Restaurant, da können wir Salat essen. Was machst du? Hast du überhaupt Hunger? Sonst gehen wir spazieren. Wir gehen spazieren und essen dann irgendwas. Ein Salat. Eis. Du sagst, ein Eisbergsalat. Problem solved. Wow. Es ist quasi halt dein Tag. Nein, ist dein Tag. Es ist dein Tag. Unser Tag. Ist unser Tag. Ja, komm, dann gehen wir. Komm, dann gehen wir spazieren. Und sprichst du viel noch so steiermärkisch, österreichisch? Steirisch? Nee. Ja, wenn, eigentlich schon, gell. Aber es hat sich so, ich habe einen Migrationshintergrund, bin seit 98 in Deutschland. Ja. Und wurde mir schmerzlich auch bewusst, dass Hochdeutsch bei Schauspielern, also darauf können wir nicht verzichten. Aber du hast doch in Bremen hast du doch Hochdeutsch gelernt. Ja, da habe ich Hochdeutsch gelernt. Richtig. Da musste ich. Ja, genau. So, da musste ich, das haben sie mir auch gesagt. Ja. Kannst du doch auch, ich finde, du sprichst fast akzentfrei. Danke. Und warum wohnst du eigentlich nicht dort? Also warum bist du denn überhaupt in Deutschland? Weil es ja schön in Österreich. Das ist auch so eine Vorsicht. Das ist schon eine Frage, die kannst du nicht stellen. Die kann ich nicht? Okay. Nee, warum wohnst du nicht da, wo du herkommst? Das meinte ich überhaupt nicht. Geh doch zurück in dein Österreich. Ja, genau, das sind so Fragen. Auch wenn ich nur Österreicher bin, warum wohnst du nicht da? Weil ich hier wohne und die Steuern hier bezahle. Ja, und das ist auch gut so. Und hier wohnen möchte und ich wohnen darf. Und es sind viele Steuern. Das Land Bayern freut sich. Und ich freue mich darauf, dass die zweite Staatsbürgerschaft jetzt verschleudert wird. So. Und ich möchte die gern persönlich überreicht haben, dass einer kommt und sagt, Bing Dong, wie lange sind Sie hier? Und sage ich, seit 98. Ja, aber hier. Was bist du denn jetzt? Bist du Deutscher? Nein, ich bin noch Österreicher.
Also noch habe ich den österreichischen Pass, aber nicht den deutschen Pass. Willst du den? Ja. Was würde das mit dir machen? Würde das irgendwas verändern? Ja, 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 ich würde wählen können zum Beispiel. Ach so, natürlich. Weißt du, ich dürfte in einem Land wählen, in dem ich jetzt seit 98 Steuern zahle. Ja, das stimmt natürlich. Das dürfte ich dann ändern hier. Das ist das Wichtigste eigentlich. Das ist das Wichtigste. Ja, ja, aber es macht ja nichts. Ich wähle halt jetzt noch für Österreich, da darf ich in Österreich jetzt noch wählen. Ja. Das Fleiß, weißt du, will ich dann. Kann ich dagegen wählen? In Österreich muss man auch dagegen wählen. Muss man, ja. Es ist ganz ein anderes Thema. Wobei, das ist eine ganz interessante politische Landschaft, weil in Graz zum Beispiel gibt es eine kommunistische und grüne... das finde ich so, das ist ja wirklich sehr progressiv. Ja, ja. Also nicht, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich bleibe neutral als Journalist. Bist du Journalist? Aber nein. Also das erfolgreichste Produkt, das du je gemacht hast, das würdest du schon sagen, ist der Bergdoktor, ne? Also das ist, weil es einfach so wahnsinnig viele Leute gucken. Ja, das muss man sagen, das erfolgreichste Produkt. Man nennt es auch Volumenprodukt in der Fachsprache. 16 Jahre oder so. Ne? 16 Jahre, 8x90 im Jahr. Das ist, es haben über 1 Milliarde Menschen diese ganzen Filme gesehen. Wir haben über 120 oder fast 150 Filme gedreht in diesem Format. Das ist schon crank. Und wenn man darüber spricht, habe ich das Gefühl, ich falle jetzt in Staub und falle um. Weil du also, so viel, weil es uns auch stolz macht, weil wir seit 17 Jahren dasselbe Grundensemble sind. Und das muss ich mir mal vorstellen. Das ist in Zeiten, wo jeder sagt, das lineare Fernsehen geht bald zu Ende. Quatsch. Ja, sag ich auch. Der SWR und das ZDF, die halten durch. Die Leute werden so alt, das lineare Fernsehen hält noch 50 Jahre. Ja, na klar. So, und das ist schon eine Strecke. Das ist keine Kurzstrecke, das ist eine Langstrecke. Das ist sowas von eine Langstrecke. Das ist eine Langstrecke. Und insofern ist das wahrscheinlich das erfolgreichste, langlaufendste Produkt, was ich je gemacht habe. Dabei machst du ja viel mehr und bist ja auch viel mehr. Deswegen meinte ich das nämlich, weil viele sind dann erstmal überrascht, dass der Hans Siegel eigentlich ein total lustiger Typ ist. Ja. Weil man, weil man diesen Bergdoktor, diesen Grubinger da so erwartet. Ja, ja, ja. Und der ist ja auch nicht unsympathisch oder der ist nicht lustig. Ernst, aber der ist nicht lustig. Der ist nicht lustig. Genau, genau. Du musst das nicht machen. Aber das ist aber sehr nett. Bringst du jetzt das mit? Nein, das kann ich nicht. Warum? Das ist doch ein Kaffee to go. Der muss irgendwo, kann man den nicht mitnehmen? Kaffee to return? Ja, dann komme ich mit. Ich stelle ihn nur da rein. Soll ich auch noch, weil ich kann hier noch die Einfahrt kriegen. So. Warum wohnst du denn eigentlich hier? Weil du wohnst ländlich, ne? Also das hier ist ja schon... Ich bin durch viele Felder gefahren und so vorhin. Kommt drauf an, von welcher Ecke du kommst. Ja, das stimmt. Wenn man zum Beispiel aus der Wüste Nevada kommt, ist das hier Stadt. Wenn man aus München kommt, fährst du eine halbe Stunde ungefähr auf der A96, dann bist du am Ammersee. Was wunderschön ist. Die A96? Ja. Ja, die A96 ist wirklich wunderschön. Was? Übrigens, ganz kurz, ich unterbreche. Das ist dieser Ammersee, von dem wir die ganze Zeit reden. Ja. Weil den haben wir jetzt noch kein einziges Mal gesehen. Ich bin auch manchmal morgens um 6 hier. Wieso ist überhaupt irgendjemand morgens um 6 irgendwo? Weil es schön ist. Nein. Weil das hier extrem schön ist und extrem geil ist. Wenn man morgens um 6 hier ist im Sommer, und dann bist du da vorne und dann kannst du atmen und... Ja, atmen kann ich auch zu Hause. Schlafen. Nein, nicht schlafen. Meditieren. Mit Tieren? Meditieren. Ach so. Meditieren, atmen. Ja. Meditieren. Mit den Tieren atmen. Und das hier, this picture, habe ich, glaube ich, weiß nicht wie oft. Ich mache das jetzt auch. Ja. Komm, wir machen eins zusammen. Ich mache mal eins mit dir im Anschnitt, das ist auch geil. Ja. Wenn du so. Das ist geil. Du musst auch ein Mindset für. Bist du im Unterzucker angekommen? Möchtest du was Festes haben? Ein Salätchen? Oder möchtest du ein bisschen Schleckereis haben? Das kannst du jetzt. Möchte ich was Festes? Ich finde, wir sollten unverbindlich bleiben und. Erstmal so, jeder seine Freiheiten haben. aber wir können was essen, wenn du willst. Was du hast du Hunger oder möchtest du ein Eis? Wenn wir Hunger haben, dann möchtest du Pause machen. Ich gucke auf die Uhr, um zu gucken, ob ich Hunger habe. Ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Wie heißt die? Sarah, ne? Sarah. Sarah? Ja, haben wir Hunger? Hat er Hunger? Hab ich Hunger?
Hab ich? Weiß ich nicht. Hast du schon was gegessen? Nee, aber es geht ja um dich. Nee, also wenn, dann essen wir zusammen was. Ja, man könnte auch eine Fischsemmel später essen. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Eine Fischsemmel? Eine Helene Fischsemmel. Ach, guck mal hier, Fischer. Das ist das Restaurant von der Helene. Sie arbeitet da täglich von 10 bis 2 und von 6 bis 10. Hat sie die vorderen Tische. Ja. Oder gibt es bestimmt eine Birne, Helene? Absolut, gibt es auch. Die Fähre fährt in 40 Minuten ab. Wir haben eine Minuten. Fähre. Ja, wir haben jetzt so ganz was Tolles. Dann machen wir eine Fähre. Dann holen wir uns ein Eis. Dann wollen wir jetzt eine Pause machen und gehen was essen. Ja. Das ist mein neuer Move. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Ja. Hallo. Hi. Probieren. Ja, ich wollte schon immer mal Fallschirm springen. Dann probiere ich mal von dem Eis. Ein Eis ist explodiert. Es war wohl eine Eisbombe, was? Passiert. Okay, ja, nicht schlecht. Gut. Vielen Dank. Da merkt man was von der alten Zeit, dass du das tust. In den 90ern hätte ich damit eine Tour gemacht. Absolut. Aber ich muss auch noch mal sagen, ich finde es eine total mutige Kombination, einen Eisladen und einen Klamottenladen zu kombinieren. Genial. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und es wird immer besser, von Jahr zu Jahr besser. Du meinst, du kommst noch aus der Zeit, wo du klein warst, stand an diesen Läden kein Eis. Genau. Und man als Kind reinkommt, ist raus. Genau. Und du, Blatsch. Und man hatte noch einen Hund auf Rollschuhen dabei. Wir fahren jetzt Schiff. Lasst euch gut gehen. Dankeschön. Das Glück, dass es nicht regnet. Alles Liebe euch. Ist das dein Boot? Ja, das ist mein Boot. Da habe ich mir jetzt mein Boot gekauft, weißt du? Ja. Gerade eben. Von den Wiederholungsgagen. beim ZDF. Ja. Ich dachte, so eine kleine Barke. Das ist tatsächlich mein zweites Hobby, außer da blöd rumstehen und meditieren oder im Sommer dann mit dem Stand-Up-Pedal rausballern, ist an Tagen wie heute, wenn ich Zeit habe, über den See zu fahren mit diesem Zahnraddampfer. Aber nicht Zahnraddampfer, mit dem Raddampfer. Mit dem Raddampfer? Ja, Zahnradbahn heißt. Muss man da treten oder was? Was bist du für ein Jahrgang? 76. Okay, dann Hände nach hinten. Ja, geht mir auch so. Ja. Was war das große letzte Live-Konzert, das du hattest? Ich weiß es gar nicht mehr. Was war dein letztes Konzert? Richtig, mein letztes Konzert war, glaube ich, Depeche Mode. Du warst auf einem, bist auch The Cure-Hörer, was ich auch übrigens... Cure-Hörer? Du warst auf einem The Cure-Konzert, teilte man mir mit, meine informierten Kreise. Wer? Und du warst enttäuscht. Ja, aber das ist schon ewig her. Also es gibt ja so verschiedene Bands. Schau, die Stones sind auf der Bühne, immer noch die Stones. Ja. Und dann gibt es andere Bands, Cure. Und dann denkst du dir, hey Jungs, why do you kill your legacy? Das ist also dieses berühmte, man hat den Punkt verpasst, wo man aufhören sollte. So. Aber solche Fragen stellt man sich selber ja auch, wenn man so in der Öffentlichkeit ist. Wann ist denn eigentlich der Punkt, wann ich aufhöre? Wie beantwortest du dir die Frage? Wenn es Geld reicht. Wenn es Geld reicht. Das heißt, solange ihr mich seht, wisst ihr, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht, ja. Ja, stimmt. Nein, aber ich glaube, das stimmt natürlich nicht, weil es macht ja große Freude und man macht es ja nicht wegen dem Geld, sondern wegen des Geldes. Richtig. So. Nein, hast du dir jetzt, aber schau, jetzt kann ich natürlich sagen, ich spiele die Rolle Bergdoktor, bis ich in Rente gehe. Das ist aber nicht der Fall, weil ich dann das nicht machen möchte. Aber möchtest du nicht? Nein. Weil der Bergdoktor darf doch 70 werden. Ja, das kann er machen, aber nicht meiner. Das geht nicht. Das stell dir mal vor. Nein, das ist so. Also sieht man sich in anderen Formaten, wo man sagt, so, das wird dann irgendwann zu Ende sein. Es gibt dann ein Leben vor dem Bergdoktor, ein Leben mit dem Bergdoktor, ein Leben nach dem Bergdoktor. Und dann werde ich eine andere Rolle spielen. Oder ich mache überhaupt nur noch Lesungen gehe auf Lesetour, mache so Lesungen und so. Mit eigenen Büchern? Mit Orchester. Nein, nicht mehr. Ich habe noch keins geschrieben. Was soll ich denn ein Buch schreiben? Also jeder schreibt doch irgendwann mal ein Buch. Ja, eben. Jeder schreibt irgendwann mal ein Buch. Jetzt schreibt doch noch ein Buch. Was soll ich denn schreiben? Ich bin 53, die erste Hälfte ist vorbei. Halbzeit. Das ist eine sehr optimistische Einstellung. Ich muss ein paar Notizen machen für heute Abend noch. Über deine erste Biografie, wie heißt deine Biografie? Ich habe es wenigstens versucht. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Das ist nicht schlecht. In welchem Format siehst du dich denn jetzt? Bist du, was hast du gesagt, Baujahr?
76. Ich werde also in 4 Jahren 50. Nee, in drei eigentlich faktisch. Du bist eigentlich schon 50. Ich bin eigentlich gefühlt bin ich schon 70. Du gehst auf die 60 zu. Ja. Und wenn man sagt, du bist irgendwann. Ja, das war die Kurzstrecke mit Pierre. In welchen Formaten siehst du dich denn so? Jetzt hast du den Spieß umgedreht. Ich wollte doch dich das fragen. Aber ich habe es doch gerade gesagt. Ich werde Lesungen machen. Du meinst das ernst? Also du meinst auch ernst? Ich werde so Richard Carlin-mäßig, so auf die Bühne gehen. Und dann erst recht, wenn ich 70 bin, auf die Bühne gehen und den Leuten sagen, was ich denke. Tust du das nicht jetzt schon? Ja, doch. Aber das ist dann das Geschäftsmodell. Ja. Also ich glaube, wenn es jetzt nicht, also ich bin ja großer Fan, so ich bin ja Feuilleton-Fan. Ich also möchte, ich ziehe dich doch da vorne jetzt hin. Ja, ich will einfach nur, dass der Kameramann, ich will einfach nur wissen, wie weit geht unser Kameramann? Er geht immer einen Schritt weiter als du. Also viel Platz hast du da hinten. Kann sein, dass ein bisschen feucht am Popo gleich. Achtung, jetzt. Ah, schau mal, das ist ja viel Wasser. Das ist Value, weißt du? Das ist Value. Da musst du als verstehst du? Ja, das ist Value. Aber ich kannst jetzt da hinten, wenn ihr ein bisschen Geld hättet, könnt ihr jetzt da hinten noch den wilden Kaiser reinmontieren. Da steht er oft und weint den Berg hinterher. Jetzt machst du den Berg da rein. Ja. Bing. Machen wir? Das können wir. Die Effekte sind nicht ganz so gut, wie ihr euch vielleicht vorstellt, aber wir versuchen es mal. Das ist der Photoshop. Edwin macht das schon. Und dann sehen wir. Oh, guck mal hier, der Schwan! Bleib schnell! Jetzt schnell, da Schwan! Sitz! Das ist so schön. Guck mal, das würde ich mich gar nicht trauen, das Handy-Überding. Da würde ich, hatte ich Angst, dass das da reinfällt. Soll ich dir helfen, diese Angst zu überwinden? Nee, um gar keinen Fall, ich weiß, was das heißt. Ich halte dich mal da drüber. Ja. Ja. Danke, Sarah. Oh, das ist aber sehr nett. Ach, ist das aufmerksam, toll. Naja. So ist gut, ja. Okay, ich soll ich den halten? Ja, ich habe eine Kapuze, schau. Ich habe einen Hut. Ich weiß. Also aus Wollfilz. Oh, so. Das ist cool. Das ist nett, gell? Und jetzt noch mal zurück zu der Sache hier mit dem, weil das finde ich wirklich interessant, dass du gar nicht davon ausgehst, dass du den Bergdoktor, also das Erfolgreichste, etwas, womit man ja auch so eine gewisse Sicherheit, auch eine finanzielle Sicherheit sich gewährleistet. Ob mein Schiff kommt. Da. Wie, was? Kommt mein Schiff. Ich wusste doch, ein Schiff wird kommen. Ja. Das ist ein Skipper? Ja. Skipper, der freundliche Delfin. dass du da schon davon ausgehst, dass du diese Rolle irgendwann nicht mehr spielen wirst und dir schon Gedanken darüber machst, was danach kommt, das finde ich tatsächlich interessant. Muss man ja. Also das ist ja immer wieder. Musst du, weil du glaubst, dass du die Kontrolle darüber gar nicht hast, dass jemand anders entscheidet? Nein, weil ich weiß, dass in der Branche, in der wir arbeiten, in der Unterhaltung, müssen Dinge ja vorbereitet werden. Mhm. Da kannst du nicht sagen, so jetzt höre ich auf mit der einen Rolle und dann morgen klingelt es und dann geht die nächste weiter, sondern muss man ja Sachen entwickeln und es ist ja auch in der Miteinander, es ist ja immer eine Jahrverzögerung. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt morgen aufhöre mit dem Bergdoktor oder mit dieser Rolle, aber wenn dem dann so sein sollte, irgendwann wird es dann so sein, dann werden die Beteiligten ja schon früh genug wissen, dass das absehbar ist, weil es muss ja auch ein Nachfolger gesucht werden, es müssen ja auch die Geschichten dahingehend geschrieben werden etc. Und ich muss mir überlegen, wozu habe ich denn Lust, danach, was möchte ich denn nachher machen? Aber du machst das jetzt nicht, weil du denkst, dass irgendwann, wie gesagt, das von außen kommt, sondern dass du selber spürst, jetzt ist die Geschichte auserzählt. Das weiß ich nicht, das ist auch immer so ein Satz. Ich glaube, das Leben ist einfach nicht endlos, sondern es ist endlich und dann hat man einfach Bock. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es so ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde es ausprobieren. Ja, das ist Glück, das ist Glück. Das finde ich einfach. Ach, Sarah, das ist Glück. Schau mal, das ist Glück. Du bist das Glück. Danke. Hallo, Uting. Uting? Klingt wie ein Geräusch. Uting. Wenn es jetzt irgendwo andopst. Uting. Hallo. Ich glaube, die meinen alle dich. Da musst du die, aber die ich, hier. Ich glänze jetzt in deinem Schatten. Aber ist das jetzt gar nicht das Schiff, in das wir reinsteigen? Ich glaube, wir fahren mit der Uting weiter, ja? Warum gehen wir da nicht rein? Gehen wir? Ich weiß doch nicht. Wir laufen nicht völlig falsch. Ich laufe immer nur ihm nach. Er läuft immer rückwärts. Und dann dachte ich mir, dann müssen wir wieder umdrehen. Dann drehen wir wieder um. Das kann doch mal vorwärts gehen. So, ich helfe dir übers Wasser. Nicht, keine Angst haben. Keine Angst haben. So, und dann ist man drüber. Sehr gut. Hallo. Ahoi. Wir müssen ja mal kurz einen Augenblick innehalten. Ja, halt einfach mal die Fresse.
Toi, toi, toi. Das war der erste Teil. Ja. Und warum er so lacht, erfahrt ihr im zweiten Teil. Wieso moderiere ich das eigentlich? Das ist dein du Ding. Bist Moderator und du musst Doktor. Das sagen. Nein, aber also gut, wir sagen es zusammen. Auf drei. Wir sagen, wir überlegen uns nicht, was wir sagen, sondern sagen synchron gemeinsam. Okay. Okay. Das war der erste Teil. Teil. Gleich kommt der zweite Teil. Bleibt sauber. Abonniert die Glocke. Und den Kanal. So ist es. Mhm. Wow.